Der Frühling nähert sich mit großen Schritten. Die Vögel zwitschern um die Wette und überall sprießt es und wächst es und grünt es. Und ich muss mich aber trotzdem mit einem Weihnachtsmotiv befassen. Und zwar geht es dabei um den Hintergrund für eines der Wimmelbilder in dem Wimmelbilderbuch Das Saarland wimmelt, Band 3. Wie ich in einem der letzten Videos erzählt habe, entstehen dieses Jahr erstmalig zwei Wimmelbücher auf einmal. Zum einen Kempten wimmelt, für das ich in einem der letzten Videos das Titelmotiv gezeichnet habe. Und dann Das Saarland wimmelt, Band 3, das wir auch wieder mit der Buchhandlung Bock und Seib aus Saarbrücken, Saarlouis und Merzig umsetzen, genauso wie die ersten beiden Saarland Wimmelbilderbücher. Konkret das Motiv, das heute gezeichnet wird oder dessen Hintergrund heute gezeichnet wird, der Christkindlmarkt in Saarbrücken, den setzen wir wiederum gemeinsam mit dem Verkehrsverein Saarbrücken und der Sparkasse Saarbrücken um, die uns als Partner bei der Realisierung von dem Wimmelbuch unterstützen. Der Christkindlmarkt ist eine der größten Einzelveranstaltungen im Saarland. In der Adventszeit 2018 waren wir auch vor Ort, haben uns Fotos gemacht als Vorlagen für das Wimmelbild, haben so ein paar verschiedene Blickrichtungen ausprobiert und uns auch schon für eine entschieden, bei der man relativ gut zum einen die markantesten Buden erkennen kann auf dem Christkindlmarkt, aber auch sehen kann, wo das ist, weil der Marktbrunnen am St. Johanner Markt ist mit drauf. Es ist ja ein regionales Wimmelbuch, da soll man ja auch dann erkennen, wo man sich befindet. Und am Himmel ist auch noch genug Platz für eine der Hauptattraktionen auf dem Christkindlmarkt. Und zwar ist das ein Weihnachtsschlitten mit einem Engel und einem Weihnachtsmann, der über die ganze Szenerie hinwegfliegt. Und der kommt natürlich auch mit drauf, aber heute geht es zuerst mal um den Hintergrund und damit geht es auch jetzt los. Viel Spaß! We'll be right back.
Der Hintergrund ist soweit fertig, fehlt natürlich noch der Schlitten und die ganzen Wimmelfiguren. Aber die kann ich erst anfangen zu zeichnen, nachdem in den Bock- und Salb-Filialen die Wimmel-Fototage stattgefunden haben. Da kann man dann hingehen, sich fotografieren lassen und dann zeichne ich die Leute als Wimmelfiguren in die Wimmelbilderbücher. Das machen wir in Kempten genauso und das haben wir bei den vorangegangenen Wimmelbüchern auch schon so gemacht. Aber bis dahin entstehen wahrscheinlich auch erstmal noch ein paar Hintergründe für die Bücher, weil es muss ja vorangehen. Wenn du auch da wieder zuschauen willst, sehr gerne, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.